Eine Frage. Tag der Vereine in Neuwied ist ja ganz neu. Was hältst du davon? Das ist eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen, viele der Vereine, die sich hier repräsentieren können, haben ja gar nicht die direkte Außenwirkung, dass alle Bürger sie so unheimlich gut kennen. Und dieses Kennenlernen hier wird mit Sicherheit den einen oder anderen dazu bewegen, auch mal einem Verein sich aktiv zu beteiligen. Und das brauchen wir, insbesondere junge Leute. Wenn junge Leute zugucken, geht in die Vereine, das ist ganz wichtig für die Gemeinschaft, aber auch für euch selber. Ihr werdet sehen, es geht nichts über eine schöne Freundschaft in einem Verein mit gemeinschaftlichen Interessen. Das wird für alle Beteiligten ist das immer eine Win-Win-Situation. Wir sind ein Verein, der sich 2014 neu gegründet hat, als reiner Fußballverein zuerst und sind mittlerweile ein Mehrspartenverein mit einer Tanzgruppe, mit einer Kinderturnabteilung, zwei Fußballmannschaften, Nachwuchsfußball, Jugendfußball. Ja. Das ist ja richtig groß geworden. Ja, mittlerweile ja. Wir sind, wie gesagt, 2014 gegründet, haben jetzt mittlerweile fast 300 Mitglieder. Bei uns kann man halt viel machen. Wir sind mittlerweile eine riesengroße Gemeinschaft. Es ist schon fast eine Familie geworden. Wer Lust hat zum Fußballspielen oder zum Tanzen, zum Babytouren, kann bei uns halt alles machen. Ja. Wo trefft ihr euch? Wir spielen Fußball hier im Rhein-Wied-Stadion. Die Nachwuchsmannschaften spielen im Raiffeisen-Stadion. Unsere Tänzer und die Turnerinnen, die kleinen Mini-Turnerinnen sind in der Raiffeisen-Turnhalle, also an verschiedenen Standpunkten. Auf der Internetseite kann man sich immer informieren, Facebook und der ganze Kram halt. Ne? Älteres Tabakskollegium Hettesdorf 1870. Nächstes Jahr haben wir 150-jähriges Jubiläum. Das wird groß gefeiert im Turnverein oder auf dem Gelände vom Turnverein Hettesdorf. Dazu ist natürlich jeder recht herzlich eingeladen. Es wird schon ein paar nette Programmpunkte geben, unter anderem auch einen Vorentscheid zur deutschen Rauchmeisterschaft. Das hat nichts mit der Weltmeisterschaft zu tun. Und da kann jedermann dran teilnehmen, ob Frau, ob Mann, spielt keine Rolle. Hauptsache 18 Jahre alt, volljährig. Gut, und wer sich jetzt schon für Sie interessiert, der meldet sich am besten. Wann treffen Sie sich? Wir sind auch im Internet mit rtc.de vertreten. Da steht einiges über uns drin, auch natürlich Kontakt auch vom ersten Vorsitzenden. Und da ist sehr, sehr vieles drüber erklärt. Ist wirklich eine Internetseite, die, ich sag mal, für unseren kleinen Verein, wir sind auf 50 Mitglieder festgeschrieben, Herren, wie gesagt, haben aber noch Plätze zurzeit vakant. Und von daher, wie gesagt, neue Mitglieder sind immer gerne willkommen, Herren. Und ja, wer Lust hat, kann gerne, wie gesagt, rtc.de nachschauen. Ich melde mich nächstes Jahr ab. Nee. Weil ich 60 Jahre im Verein bin nächstes Jahr. 60 Jahre schon, ja. Lange Zeit, ne? Aber damals musste man mit 21, konnte man rennen. Ja, und jetzt wäre ich 81 im November, ja. Lange Zeit, ne? Tja. Schöne Zeit. Schöne Zeit. Wir hatten schön, wirklich schöne Zeiten gehabt. Wunderbar war das, gell? Klasse. Würde ich auch nie rausgehen, das können Sie mich aus dem Grab bringen. Wir hatten früher eine Rennsport-Wettkampfmannschaft gehabt, die mussten wir leider einstellen, weil wir keinen Nachwuchs mehr haben. Jetzt sind wir dabei, wieder eine Mannschaft aufzubauen. Wir sind auch guter Hoffnung, 2, 3 sind wieder dabei. Nur bevor man Wettkämpfe aktiv paddeln kann, bedarf das gewisse Trainingsstunden. Man muss einfach mit dem Boot sich in Einklang bringen und das kann man nur über Training erzielen. Wenn die Kinder, die Jugendlichen soweit sind, fahren auch mit denen wieder zu den Wettkämpfen. Kanusport ist halt eine Sportart, da muss man was tun, 2, 3 Mal die Woche, um bei den Wettkämpfen mithalten zu können. Wir haben Nachwuchssorgen, aber wir geben die Hoffnung mit auf. Wir sind froher Dinge, dass wir das wieder hinbekommen und wir hoffen auch heute hier von dieser Veranstaltung vielleicht den einen oder anderen an unseren Verein binden zu können. Musik
Der Deutsche Amateurradioclub ist eine Bundesorganisation der Funkamateure, die sich deutschlandweit organisiert haben, weil die kommerziellen Interessen an Funkfrequenzen es halt eben nötig macht, auch praktisch gerüstet zu sein, um auch ihre Interessen zu vertreten, dass eine Mittelwelle noch erhalten bleibt. Ne? Es gibt keine Radiosender mehr auf Mittelwelle. Wenn mal irgendwelche Katastrophen eintreten, ist die Bevölkerung nur schwer zu benachrichtigen. Aber auch unsere eigenen Frequenzen sind von der Industrie sehr begehrt. Man möchte schon halt eben schauen, dass man uns diese Bereiche versucht abzunehmen. Und deshalb haben sich die Funkamateure schon vor 60, 70 Jahren organisiert. Und auch unser Verein hier in Neuwied, der in Plock sein Clubheim hat, besteht schon seit über 50 Jahren. Das unser Hobby ausmacht, ist halt eben die Kommunikation, aber auch das technische Interesse an Funkbetrieb. Und auch Entwicklung, Gerätebau. Ansonsten, wie in jedem Verein, zählt die Vereinszusammengehörigkeit. Wir treffen uns jeden Freitagabend. Wer da mal Interesse hat, ein bisschen in Technik reinzuschnuppern, was wir so machen mit weltweiter Kommunikation. Da freuen wir uns drauf, dass wir nächstes Jahr 2020 160 Jahre jung werden, denn Kolping selbst hat unseren Ortsverein gegründet. Insofern sind wir doppelt verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sich die Kolpingsfamilie weiter behauptet, weiter festigt und ausweitet. Wir machen ja verschiedene Angebote, sowohl in religiöser Arbeit als auch gesellschaftspolitischer Arbeit, als auch Freizeitgestaltung. Und wir hoffen, dass wir weiterhin einen so guten Zuspruch haben, dass wir nicht nur Ältere und Mittelältere in Anführungsstrichen, sondern auch Jugend haben. Denn der Verein lebt von einer Vielseitigkeit von Personengruppen und darauf legen wir Wert. Und wir bemühen uns halt, das Programm nächstes Jahr so zu gestalten, dass wir alle Bevölkerungsgruppen ansprechen. Was war denn die Grundintention von Herrn Kolping damals, den Verein zu gründen? Und was ist es heute? Die Grundidee von Adolf Kolping, dem Sozialpriester, war, jungen Leuten eine Möglichkeit zu bieten, eine Ausbildung zu machen, die verbunden ist mit einer festen Unterkunft, sodass sie da keine Wohnungsnot haben, sondern durch Kolpinghäuser, Gesellenhäuser, damals war der Einstieg, ihnen eine Möglichkeit zu geben, preiswert zu wohnen und zu leben und dann trotzdem ihrer Ausbildung nachzukommen und das Ziel zu erreichen, eine abgeschlossene Ausbildung zu haben. Und heute ist so das Überlaufen an verschiedene Sozialprojekte. Der heutige hier örtliche Schwerpunkt liegt unter anderem auch in der Flüchtlingsbetreuung und Altersarmut und in der Zusammenarbeit mit den anderen Sozialverbänden, der KfD und KAB und auch als Schwerpunkt mit der Caritas. Ein Aufruf an die Jugend, warum man mitmachen sollte? Die Kolpingsfamilie ist eigentlich eine wirklich im Sinne der Familie, ein Familienbund. Und da kommt jeder, ich sag mal, wenn er will, auf seine Kosten, sowohl inhaltlich als auch von der praktischen Arbeit, von den Angeboten. Einfach kommen, zugucken, Anregungen geben, die werden umgesetzt. Desto mehr sich dafür interessieren, desto breiter ist das Angebot und desto verbindlicher läuft das Angebot mit Personen, die nicht nur einfach Ja sagen, sondern das Ja mit Leben erfüllen und somit Kolping hier weiterhin am Leben erhalten. Freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, 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 oh yes I know. Freedom, freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, oh yes, I know, 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 Jesus, Jesus.
Der Kreischorverband ist der Partner für unsere Chöre, und zwar im Bereich Chorgesang. Wir unterstützen unsere Mitglieder und bieten denen in irgendeiner Art und Weise Workshops. Wir planen Veranstaltungen, wir machen Kreischorkonzerte und schauen halt dann, dass unsere Mitglieder dann eben auch ihre Vorteile nutzen können durch die Mitgliedschaft im Verband, zum Beispiel im Bereich der GEMA oder im Bereich der Versicherungen. Warum sollten die Menschen mehr singen? Weil Singen gesund ist für die Psyche. Und grundsätzlich auch für den Körper selber. Und es ist umsonst? Und es ist definitiv umsonst. Es macht Spaß, man kann in Geselligkeit singen. Es geht ja beim Chorgesang nicht nur um das Singen selber, sondern auch um die Gemeinschaft im Chor, dass man sich aufgehoben fühlt, dass Menschen, die vielleicht unsicher sind, weil sie alleine singen sollen, sich dann sozusagen eingliedern können in die Chorgemeinschaft und sich da einfach etwas wohler fühlen. Wer das Ganze jetzt mal ausprobieren möchte, der meldet sich am besten wo? Der kann sich bei uns melden, kann sagen, was er favorisiert, weil es gibt ja verschiedene Chorgattungen. Es gibt einen Männerchor, es gibt einen gemischten Chor, es gibt einen Frauenchor oder vielleicht einen Kinder- oder Jugendchor. Und dann kann man sich gerne an uns wenden und wir können dann Chöre entsprechend empfehlen. Wir heißen Vereinigung Hellesdorfer Bürger e.V. und das ist ein eingetragener Verein. Und ich bin der erste Vorsitzende, mein Name ist Dirk Grünewald. Das ist der zweite Vorsitzende, Rainer Becker, und mein Schatzmeister Klaus Winter. Die Vereinigung Hessischer Bürger gibt es schon seit 1962 und ist eigentlich doch recht bekannt, aber soll eben halt letztendlich noch bekannter werden. Denn es gibt immer noch viele, viele Leute, die es eben halt nicht wissen, dass so ein Verein mit einem eigenen Vereinsheim, Buhlanlage und so weiter eben halt in Hellesdorf gibt. Und um eben halt uns dann auch zu präsentieren, haben wir gerne zugesagt, an dieser heutigen Veranstaltung teilzunehmen. Was wir mit Herzblut auch machen. Welche Aktivitäten gibt es denn in der Vereinigung Hellesdorfer Bürger? Ja, wir unterstützen also in erster Linie die Pfingstreiter, damit das Brauchtum aufrechterhalten bleibt. Dann unterstützen wir auch die Pfingstkirmes mit dem Festumzug. Da sind wir auch aktiv dabei, seit drei Jahren. Und haben auch noch andere Dinge, der Weihnachtsbaum zum Beispiel am Kreisel Dierdorfer Straße, den haben wir mitgesponsert. Und wir haben natürlich auch einige Feste, Kribbelchens essen, Düppekuchen essen, und Forellen essen und so weiter, wo jedermann auch zu uns ins Vereinsheim kommen kann. Also es ist keine Mitgliedschaft verpflichtend, sondern jeder kann zu uns kommen, und zu unseren Öffnungszeiten kann auch jeder kostenlos unsere beiden neuen Buhlbahnen benutzen. Tag der Verein ist eine wunderbare, schöne Einrichtung, die hier geschaffen worden ist. Vor allem kann man sich als Verein auch einmal vorstellen, man kann sich mal in Erinnerung bringen, dass es solche Vereine gibt. Der eine oder andere weiß gar nicht, mit welchen Aktivitäten wir in Neuwied zu tun haben. Und wie gesagt, deswegen wollen wir uns mal gemeinsam hier vorstellen und sind ganz froh, dass es so eine Veranstaltungsreihe gibt. Und man kann nur hoffen, dass sich dies auch wiederholt und fester Bestandteil bleibt für die Stadt Neuwied hier. Und Hettesdorf. Die Vereinigung hat jetzt einen neuen Vorsitzenden. Seit wann bist du Vorsitzender, Dirk? Ja, nachdem ich eben halt vorher Geschäftsführer des Vereins war, bin ich seit März diesen Jahres, 2019, der erste Vorsitzende. Ja. Und was ist das für ein Job? Ja gut, das ist eben halt keine einfache Geschichte, zumal eben halt ich ja noch berufstätig bin, und das läuft natürlich und muss nebenher laufen.
Und zum anderen haben wir eben halt derzeit auch keinen Geschäftsführer und das mache ich dann auch noch mit. Ist natürlich sehr, sehr umfangreich, aber es macht eben halt Spaß. Dafür mussten eben halt andere Sachen weichen. Aber was ist letztendlich eine Sache, wo ich da mit Herzblut rangegangen bin. Und wie gesagt, mir macht Spaß und solange mir Spaß macht und das so läuft, wie es jetzt ist, mit so einer tollen Mannschaft, mit der ich da unterwegs bin, denn ohne diese tolle Mannschaft ginge das nicht, soll es auch so weiterlaufen. Wir sind einmal der Theaterverein Chamäleon e.V. zusammen mit 66 Minuten Neuwied. 66 Minuten Neuwied ist ein Projekt. Theater Adventure. Genau, ein Real-Life-Adventure. Wir haben verschiedene Escape Rooms, auch Missionen, die man outdoor in Neuwied spielen kann. Für die ganze Familie, also für Kinder, sowie Junggesellenabschiede, für Firmen-Events, für Freunde. Die können alle zu uns kommen, die Escape Games spielen, aber auch Theater-Workshop-Angebote bei uns in Anspruch nehmen. Es gibt zum einen kommende Theater-Workshops, die angeboten werden, auch in Kooperation mit dem Schlosstheater oder nur. Wir bieten auch Tanz-Workshops an, Musical-Workshops. Es werden aber auch aktuell, was besonders spannend ist, neue Missionen entwickelt. Da wird sich bei uns in nächster Zukunft sehr viel tun. Das machen wir halt alle zusammen im Team. Wir haben neben der regulären Arbeitszeit arbeiten wir halt auch an den neuen Missionen und jetzt arbeiten wir aktuell an einer neuen Outdoor-Mission, die hier durch ganz Neuwied führen soll, wie die bisherige Schattenjagd. Und das soll historische Sachen haben, aber auch Missionsziele, wo man was lernt und die Stadt Neuwied erlebt. Und da schauen wir uns hier die Plätze an in Neuwied, was kann man da einbeziehen, fragen dann die Leute, ob man die Läden noch mit einbeziehen kann und dass man als Spieler oder dass man dann gar nicht mitbekommt, dass man eigentlich ein Spiel spielt, sondern wirklich dann das erlebt als Mission. Und das ist so gerade die Herausforderung, die wir haben bei 66 Minuten bei dem neuen Spiel. Da haben wir Agenten, die so rumlaufen. Ach ja. Und dann, die Spieler oder die Besucher in ganz Neuwied begleiten. Das sieht ja futuristisch aus. Der hat also alles am Mann, was man dann braucht. Genau, um die Mission zu erfüllen. Und das, wir wollen halt weg von dem klassischen Escape Room. Und das wollen wir auch klar machen, dass wir mehr anbieten als die anderen. Also und das Tolle bei der Catch-Max-Mission ist auch noch, dass man viel über die Neuwieder Stadtgeschichte lernen kann. Also man nicht nur mit der Familie hinkommt und zusammen rätselt, sondern auch noch was lernt, was es hier in Neuwied für historische Sachen eigentlich gibt, die man sonst nie auf dem Schirm hat. So wie Neuwied entstanden ist, was für Meilensteine es hier in Neuwied gab. Und da kann man auch ein bisschen was mit hinzulernen. Ja, ich bin noch Auszubildende im Zoo Neuwied. Ich bin jetzt seit einem Jahr dort, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und gehe eigentlich noch überall einmal rum, in jedes Revier einmal. Und was macht Ihnen am meisten Spaß? Am meisten sind für mich die Raubtiere. Das Schönste am Tag eigentlich. Die Seehunde gehören dazu, der Löwe bei uns, Tiger und Geparden. Das ist immer was dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in den Zoo zu gehen? Das immer. Was macht Ihnen denn gerade bei der Tierpflege Sorge? Sorge ist immer der Mensch. Also der Mensch macht so viel kaputt in der Natur. Das sieht man am häufigsten ist es zurzeit das Plastik leider. Ich kann das am Beispiel vom Seehund einem erzählen. Seehunde schwimmen so im offenen Meer herum und das Plastik leider auch. Jeder Tanker kippt seinen Müll ins Wasser, jeder Strandbesucher kippt seinen Müll ins Wasser. Kleine Seehunde, wenn sie aufwachsen, müssen erstmal lernen, Fische zu fangen. Sobald sich etwas bewegt, versuchen die kleinen Seehunde dann da drauf zuzuschwimmen und wenn ein anderer Seehund von hinten zum Beispiel kommt, dann packen die einfach zu, weil sie nicht wissen, ist es jetzt ein Fisch oder ist es jetzt etwas anderes. Und meistens ist es dann ein Plastikstück und dann fressen diese kleinen Seehunde das Plastikstück einfach nur, um schnell was zu essen, damit der andere Seehund das nicht bekommt. Und dann haben sie ein Plastikstück im Mund und dadurch ist ganz oft, dass irgendwie ein Magenverschluss oder ähnliches zustande kommt und dann stirbt der Seehund leider. Und das ist viel zu viel in letzter Zeit, dass Plastik in die Meere kommt oder überhalb Plastik halt ist. Das heißt also, wir hier in Neuwied, die wir ja kein Meer haben, können auch auf Plastik aufpassen. Die Kette setzt sich fort und landet dann im Meer.
Richtig, Plastik ist überall und zu vermeiden. Man merkt ja, dass es richtig den Willen dazu gibt, dass die Vereine sich nach draußen präsentieren. Über 40 Vereine sind heute auf den Luisenplatz gekommen, stellen sich vor, suchen neue Mitstreiter und denke ich ganz begeistern darüber, was hier in der Stadt Neuwied alles los ist. Und was will ein Besseres passieren? Wir merken, Rheinland-Pfalz ist das Land des Ehrenamtes und das Ehrenamt wird, wie bei Ihnen auch hier auf dem Kanal, echt gelebt. Wie sieht es denn bei Ihnen mit dem Ehrenamt aus? Sie üben ja auch Tätigkeiten aus? Ja, das stimmt. Also wie gesagt, es ist in Rheinland-Pfalz, wer ist denn da nicht im Ehrenamt drin? Und für mich, ich habe schon ganz früh damit angefangen, im Deutschen Roten Kreuz, in der AWO, in der Ehrengarde. Also das sind so die Vereine, an denen ich mich bemühe, trotz des vollen Terminkalenders eines Bürgermeisters auch weiterhin aktiv zu sein. Wie könnte dieser Tag jetzt hier weitere Früchte tragen? Also ich denke, wenn man merkt, dass wirklich 40 Vereine da sind, dass viele Menschen da sind, um sich anzuschauen, wie vielfältig das Vereinsleben in der Stadt Neuwied ist, dann finde ich, sollte sowas fortgeführt werden und immer wieder auch stattfinden. Denn ich glaube, man merkt wirklich, dass es hier ganz viele Menschen gibt, die sich danach sehen, dass das dargestellt wird. Zum einen, dass die Vereine rauskommen, dass sie sich präsentieren können. Zum anderen, dass sich Menschen hier informieren können und sagen können, ja, ich möchte hier bei dem Verein mitmachen, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren. Und ich finde, so eine Aktion hier, quasi eine Ehrenamtsbörse live vor Ort, sollte auch jedes Jahr stattfinden, egal ob auf dem Isenplatz oder woanders. Und dafür will ich mich auf jeden Fall auch mit einsetzen. Eine absolut gelungene Veranstaltung, würde ich sagen. Was besonders ist, dass das aus den Vereinen letztlich heraus selber gemacht wird. Die Stadt hat ja hier erstmal keinen Anteil dran. Trotzdem freue ich mich und unterstütze das, soweit wir das können, von der Stadt auch. Ja, ich bin total begeistert. Über die Teilnahme. Über 40 Vereine haben heute hier Stände aufstehen und präsentieren sich. Und ich freue mich natürlich auch, dass das Wetter da mitspielt und auch so viele Besucher da sind. Also das Interesse scheint doch wirklich groß zu sein. Insgesamt bringt es uns wieder einen Schritt weiter. Wir haben in der Vorbereitung sehr viel gelernt, auch über die Vereine von Neuwied. Und das Publikum, was wir haben, ist also größtenteils auch sehr zufrieden. Und wir hoffen, dass diese Veranstaltung wiederholt wird. Ich meine auch, die Vorbereitungen waren durchaus aufwendig, aber wir haben da einen gefunden mit dem Thorsten Faustmann, bei dem alle Fäden zusammenliefen und wir konnten uns eigentlich auf unsere kleineren Teile besinnen, die vernünftig durchführen und dann ihm zuarbeiten, damit das alles in die geregelten Bahnen läuft. Und heute Morgen haben wir dann zusammen hier noch eingezeichnet und die Plätze aufgeteilt und Ähnliches gemacht, die Bühne aufgebaut. Da waren wir dann alle zusammen, aber ansonsten war das eine schöne Vorbereitung, hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel über die Neuwieder Vereinswelt gelernt in der Zeit. Also ich muss auch sagen, es war eine super Veranstaltung. Ich habe es mir nicht träumen lassen, dass es so gut wird. Ich bin begeistert weiterhin und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und wir haben ja eben mit Herrn Einig darüber gesprochen. Er will mal in der Stadtverwaltung schauen, dass das übernommen wird. Wenn er es nicht hinkriegt, wir wären wieder dabei und würden das wieder übernehmen. Ja. Das Feedback ist super, die Leute sind zufrieden, alle sagen, es war eine tolle Veranstaltung für Neuwied, die Gastronomen sind zufrieden. Ja, und Petrus hat mitgespielt, das Wetter ist fantastisch. Dazu lässt sich nichts mehr sagen, außer wir freuen uns auf nächstes Jahr. Was ist denn gerade in Neuwied los, dass sich da so viel tut? Also man hat ja an manchen Stellen den Eindruck, es ist richtig Aufbruchstimmung. Das zeigt der heutige Tag ja für mich jedenfalls irgendwie auch, oder? Ja, es gibt ja nun ganz verschiedene Akteure hier in der Stadt, die dazu beitragen, dass hier vielleicht jetzt Aufbruchstimmung herrscht oder dass es so aussieht. Es ist einmal jetzt hier in diesem Fall, ich sage es jetzt einmal, aber auch nur ganz kurz, es ist einmal der CDU-Stadtverband, der hier diesen Tag der Vereine ins Leben gerufen hat. Es gibt aber auch dieses Netzwerk Innenstadt, das der Oberbürgermeister ins Leben gerufen hat, um viele ehrenamtliche Helfer und Akteure zu bekommen.
um die Innenstadt mal ernsthaft unter die Lupe zu nehmen und die Entwicklung der Innenstadt weiterzutreiben. Es gibt weiterhin zum Beispiel auch das Aktionsforum Neuwied, das sich aktiv um Dinge hier in der Innenstadt bemüht. Und alle Akteure zusammen, auch die City-Managerin hier überhaupt nicht zu vergessen, Entschuldigung, dass ich das jetzt zu spät erwähne, alle Akteure zusammen erreichen eine ganze Menge und ja, tragen wirklich dazu bei, dass hier, wir sagen manchmal, endlich mal, was passiert in der Innenstadt. Uns allen tut es gut. Die negativen Kritiken verstummen allmählich. Es gibt also viele Leute, die auch inzwischen sehr positiv über Neuwied reden. Und das größte Problem, was hier eigentlich immer war und immer ist in Neuwied, keiner redet die Stadt so schlecht wie der Neuwieder selber. Aber jeder, der von außen kommt, findet das toll, was hier passiert. Ich kann mich also Martin seinen Worten nur anschließen und vor allen Dingen, Vereinsleben wird gelebt und gelebt wird heute unser Fest. Jetzt ist es ja auch so, in der Kirche wird man vielleicht sagen, das war heute eine ökumenische Veranstaltung, also Evangelien und Katholen zusammen. Das hat ja heute hier auch mit Parteipolitik kein Stück eine Rolle gespielt, ne? Nee, das hat keine Rolle gespielt, das wollten wir aber auch nicht. Also das war uns jetzt nicht wichtig gewesen. Wir sehen uns als diejenigen, die es angeschoben haben. Wir haben ihre Rückmeldung bekommen, dass das gebraucht wurde. Und wer das im Endeffekt organisiert, ist, glaube ich, egal. Hauptsache, es gibt sowas, es wiederholt sich und es gibt ganz viele, die begeistert sind. Darum geht es im Endeffekt. Wir hatten ja als Zeichen dafür auch verschiedene Leute hier aus der Stadtspitze oder auch aus der Bundes- und Landespolitik zu Gast. Es war also Erwin Rüttel da, der ist von der CDU im Bundestag. Es war der Sven Lefkowitz hier, der ist für die SPD im Landtag. Es war der Michael Mang da, der ist der Bürgermeister der SPD hier in der Stadt. Es ist der Oberbürgermeister hier gewesen von der CDU. Also bunt durchmischt waren sie alle hier und haben sich alle gefreut, dass etwas auf die Beine kommt. Ich habe mit dem Michael Mang geredet. Er hat gesagt, er hat auch seine Vereine, die sich bei ihm erstmal kritisch gemeldet haben, dürfen wir denn da oder können wir denn da überhaupt mitmachen, bestärkt, so wie er mir gesagt hat, mitzumachen. Und das ist doch ein gutes Zeichen, dass wir also wirklich dann tatsächlich, ich nehme das Wort in den Mund, ein ökumenisches Fest hier gefeiert haben.